Bier. Davon gibt es massenweise in Neuzelle, einem kleinen Dorf an der deutsch-polnischen Grenze. Wo sich einst ein Kloster befand, produziert heute eine der erfolgreichsten Privatbrauereien Brandenburgs. Ein Foto machte ihn weltberühmt. Gründer Helmut Fritsche weiß sein Bier gut zu vermarkten. Auch wenn er dafür mal mit dem Land Brandenburg streiten muss. Ja, wenn ich dieses Foto sehe, kann ich mich sehr wohl daran erinnern. 98, Fernsehteam kam zu uns und fragte: Mensch, Herr Fritsche, wenn Sie den schwarzen Abt nicht Bier nennen dürfen, wären Sie denn bereit, sich mal ein Schwarzbier reinzusetzen? Sag ich, kein Problem. Heute ist der Schwarzbierstreit Geschichte und Bier aus Neuzelle wird in alle Welt exportiert. Der Westunternehmer Fritsche hat den ehemaligen VEB-Betrieb zum Erfolg geführt. Zusammen mit seinem Sohn Stefan leitet er das Unternehmen. Naja, ein gemachtes Nest, glaube ich, kann man so nicht sagen. Denn die Herausforderungen eines Unternehmers sind ja jeden Tag neu. Wie viele Schrottberge wir hier sehen würden, was an Leitungen hier war. Es ist ja nur die Hülle stehen geblieben. Alles, was man hier sieht, ist neu. Also unter diesem Gesichtspunkt, wenn man das alles gewusst hätte, hätte man sagen, um Gottes Willen, komm, mach das alles platt. Platt gemacht hat er den Betrieb nicht. Das zeigt ein Rundgang durch die Brauerei. Das Unternehmen kombiniert altes Handwerk mit moderner Technik. Der Erfolg war kein Zufall, meinen die Fritsches. Damals war die Mentalität Geiz ist geil. Hat man ja noch so ein bisschen im Hinterkopf. Und wir haben angefangen plötzlich mit Qualität ist geil. Und noch besser zu werden, noch interessanter zu werden, noch interessantere Biere auf den Markt zu bringen. Und das hat dann dazu geführt, dass wir dann auch mit dem Export sehr erfolgreich auch waren. Ich kam ja nicht aus der Brauerei. Ich habe das Kloster gesehen und ich habe den schwarzen Abt, also hier ist nicht das Schwarzbier gesehen. Und das war für mich entscheidend. Das andere, da war ich unwissend. Mein Braumeister hat mir den Kopf geschüttelt und sagte, wissen Sie überhaupt, was auf Sie zukommt? Der hat ja jeden Tag gebetet, dass wir überhaupt noch produzieren konnten. Ich wollte davon nichts wissen, war auch gut so. Dann hätte man Angst gehabt. Auch wenn er hier etwas aufgebaut hat, kann und will Helmut Fritsche die Klosterbrauerei nicht für immer leiten. Doch für die Zukunft ist gesorgt. Sohn Stefan will die Unternehmensgeschichte weiterschreiben.